Sonntag noch länger so zusetzt, werden wir bald einen neuen kaufen müssen. Hi, Henry. Ich schätze, ich bin einfach aufgeregt, weil es morgen endlich losgeht in den Westen. Das Land für die Eisenbahn zu vermessen, verspricht ein großes Abenteuer zu werden. Ich wünschte, ich könnte mit dir kommen. Das glaube ich dir gern. Ich kann es kaum noch erwarten. Der wilde Westen heißt nicht grundlos so. Glaub mir, in der Gegend musst du dich auf einiges gefasst machen. Ich verstehe nicht so ganz, was du meinst, Henry. Das hier ist meine neueste Erfindung, Charlie. Das ist ein Repetierstutzen, der schneller schießt als alles, was du bisher zu Gesicht bekommen hast. Das ist wirklich ein Prachtexemplar. Danke für dieses großzügige Geschenk, Henry. Der wilde Westen ist die beste Gegend, um ihn zu erproben. Du tust mir also einen Gefallen. Hier, bitte, Charlie. Er hat 25 Schuss. Als könnten Sie Hilfe gebrauchen, was? Danke, Mister. Aber wenn sich meine alte Mary mal was in den Kopf gesetzt hat, kriegt sie keiner von der Stelle, nicht einmal ich. Dann wollen wir mal sehen, was sich machen lässt. Wie um alles in der Welt haben Sie das hingekriegt? Pfefferminzbonbons. Die haben mir schon oft das Leben gerettet. Danke, Fremder. Jetzt muss ich nur noch dieses Greenhorn finden, dem ich das Händchen halten muss, bis wir im Westen sind. Sagen Sie, heißt dieses Greenhorn zufällig Charlie? Nanu, woher wissen Sie das? Ganz einfach, weil ich dieser Charlie bin. Und wer sind Sie? Und ich bin der Sam Hawkins. Wild-West-Scout und alter Trottel mit großer Klappe, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir ankommen, wirst du als erstes mal andere Klamotten besorgen. Vergiss diesen feinen Zwirn. Kein Problem. Gut, denn da, wo wir hinwollen, da musst du reiten können und Lasso werfen und natürlich jagen. Ich bin sicher, du bringst mir alles bei, was nötig ist, Sam. Und ob? Aber wenn du auf Indianer treffen solltest, hilft dir nur noch dein gesunder Menschenverstand. Wenn nicht, kann es dir passieren, dass du skalpiert wirst, wie ich. Hey? Das ist kein Strohballen, auf dem du da rumkaust. Das ist meine Frisur. Na los, Charlie, hilf mir doch mal. Na komm schon, Charlie. Was? Ach, vergiss es, hat sich schon erledigt. Oh, Susanna, why don't you wait for me? Under my knee, yeah.
with my banjo. Zur Endstation ist es nicht mehr weit, oder? Stimmt, ist nicht mehr weit, Charlie. Wirklich unglaublich, dieses Land. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Das kannst du laut sagen. Aber wenn die Eisenbahn hier erstmal durchs ganze Land fährt, wird sich vieles ändern. Es wird nie mehr das Land sein, das ich seit 30 Jahren kenne. Hey, warum hast du so eilig, Gast? Weißt du, dass Häuptling Matussi gerade wieder ein paar von den neuen Siedlern überfallen hat? Das hört sich nicht gut an. Ausgerechnet jetzt, während der Friedensverhandlungen. Hoffentlich kann die Kavallerie diesem Matussi das Handwerk legen, bevor es noch mehr Ärger gibt. Das hoffe ich auch. Also dann, und passt auf euch auf. Wer ist Matussi? Ein Verräter, noch gemeiner als ein Sack voller Klapperschlangen. Gut, dass du bei mir bist, Sam. So, jetzt kann's losgehen, Sam. Aber pass auf, dass du dabei nicht nass wirst. Nur keine Sorge. Das mache ich ja nicht zum ersten Mal. Ich habe der Lok schon 100 Mal Wasser gegeben. Wirklich einmalig, diese Gegend hier. Dir zwei alte Freunde von mir vorstellen? Hobble Frank und Tante Droll. Hallo! Hallo! Hobble Frank hat im Vermessungscamp das Sagen und Tante Droll ist unser Koch. Der fängt dir ein gebratenes Steak aus 100 Metern Entfernung. Und ein Stück Apfelkuchen aus 200 Metern. Freut mich, euch beide kennenzulernen. Oh, ein wirklich tolles Gewehr, was du da hast, Charlie. Das hat ein Freund von mir gebaut in St. Louis. Seht ihr die Knarre von diesem Greenhorn da? Aber sicher. Und das ist genau das Repetiergewehr, nach dem ich suche. Ja, was du suchst, Boss. Und mir das zu holen, ist doch ein Kinderspiel. Ja, ein Kinderspiel. Genannt wird er der Henry Stetson. Ein hübsches Ding hast du da, Greenhorn. Suche ich schon lange. Bedauere, aber der ist unverkäuflich. Wer hat gesagt, dass ich dafür bezahlen will? Hau bloß ab, Santa. Charlie ist der neue Landvermesser hier bei uns. Von mir aus kann er auch Buffalo Bill sein. Falls Sie Streit suchen, haben Sie Pech gehabt. Dieser Kerl ist ja nicht nur ein Greenhorn, sondern auch noch feige wie ein Huhn. Wenn du dich schlank willst, Santa, das kannst du gern haben. Niemand prügelt sich hier, habt ihr kapiert? Hol deine Leute zusammen, Santa, damit wir aufbrechen können. Wir zwei sehen uns ja noch. Santa, führ die Holzfäller an. Er ist so fies wie ein Grizzlybär und würde nicht davor zurückschrecken, einen Hund den Knochen zu klauen. Ja, er nimmt den Mund sehr voll. Aber wir werden schon miteinander auskommen. Ich hab deine Kartoffeln, Tante Droll. Dann pack sie da zu dem Schweinerücken und den Eiern. Heute Abend werden wir wie die Könige speisen. Kannst du eigentlich mehr als essen? Sicher. Manchmal trinke ich Sarsaparilla, bis mir die Augen tränen. Willkommen. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie war die Reise? Sie kennen mich doch, Colonel Drews. Nach einer Woche Stadtleben zieht's mich mit aller Macht wieder zurück in die Zivilisation. Ich habe soeben erfahren, dass Häuptling Matussi schon wieder Siedler überfallen hat, und zwar heute Morgen. Es sieht ganz so aus, als ob Matussi vorhat, die Friedensverhandlungen zu sabotieren. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn zur Vernunft bringen. Haltet in der Zwischenzeit die Augen offen. Ja, das werden wir, Colonel. Ach, das hier ist Charlie. Er wird den Gebirgspass vermessen, da, wo die neue Eisenbahnlinie gebaut werden soll. Freut mich, dass Sie hier sind, Charlie. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Colonel. Wir sind verdammt gut im Geschäft mit dem, was wir aus dem Camp klauen. Ein Greenhorn, das sich einmischt, wenn wir nicht brauchen. Was willst du gegen ihn unternehmen, Boss? Ich werde ihn ganz kräftig zurechtstutzen, bevor er sich hier zu sehr aufspielt. Oh,
Tag. Mag sein, dass die anderen das tun, aber ich nicht. Das wird dir noch verdammt leid tun, Matuzzi. Ganz richtig. Du glaubst, du kannst dich ungestraft mit den Müllerbrüdern anlegen, hast du dich getäuscht? Lasst uns von hier verschwinden. Hier! Nein! Wie geht denn auf damit, ihr Biester? Lass das! Schluss damit! Du sollst das hören. Mann, ich will nach Hause! Stammesrates. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, Matuzzi den Weg zu versperren. Deine Angriffe auf die Siedler müssen sofort aufhören. Matuzzi greift an, wen er will und wann er will. Das kannst du deinen Friedenspfeifen im Stammesrat gern erzählen. Dein Verhalten wird nur noch zu mehr Blutvergießen führen. Aus dir spricht die pure Angst, weil du dich vor dem weißen Mann fürchtest. Winnetou hat auch nicht viel übrig für den weißen Mann. Aber er weiß, er muss lernen, mit ihm zu leben. Bald wird Matuzzi der Anführer des Stammesrates sein. Und er wird auch dann nicht damit aufhören, die weißen Siedler anzugreifen. Wenn Matuzzi das wirklich glaubt, was er da sagt, dann hat er keinen Respekt vor seinen Leuten. Wiederhole diese Worte noch einmal und es werden deine letzten sein. Du hast keinerlei Respekt vor deinen Leuten. Matuzzi denkt immer nur an Matuzzi. Dieses Mal werde ich dir dein Leben noch lassen. Aber nur, weil du wie eine Schildkröte sprichst, die sich in ihrem Panzer versteckt. Aber ich muss dich warnen. Komm mir bloß nie wieder in die Quere. Guten Morgen, Freunde. Alles verstaut. Gut gemacht, Charlie. Wirf doch mal einen Blick auf diese Karte, auf die Gegend, die wir heute vermessen wollen. Indianisches Territorium? Was ist das für ein Gebiet? Das sind die Jagdgründe der Apachen. Winnetou ist einer der angesehensten Häuptlinge in der ganzen Gegend hier, verstehst du? Hat uns noch nie Schwierigkeiten gemacht und ich möchte, dass das auch so bleibt. Hey, ihr beiden, ich habe euch hier ein Fresspaket zurechtgemacht. Ich war so frei, das größte Sandwich für mich zu behalten. Guten Appetit. Was hast du denn jetzt vor mit dem Greenhorn? Wirst du schon sehen. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann erkennt ihn nicht mal mehr seine Mutter. Es ist ja irre, wie viele verschiedene Vogelarten es hier gibt. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich sehe da oben nur unser Abendessen rumflattern. Autsch! Sehr komisch, Sam. Wovon redest du da, Charlie? Du hast mir doch gerade eine Eichel an den Kopf geworfen. Ich? Bist du verrückt? Wieso sollte ich dir... Ich hab's gesehen, das kam von da drüben. Du mir mal sagen, was das soll, Shoshi? Ich hab nur Spaß gemacht, Winnetou. Du brauchst dich nicht gleich so aufzuregen. Solche dummen Scherze mit den Bleichgesichtern können sehr gefährlich werden. Ich bin zwar deine kleine Schwester, aber ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Winnetou weiß, dass Shoshi jagen und kämpfen kann wie ein Krieger. Aber er weiß auch, dass du so verspielt und störrisch wie ein Stachelschwein bist. Ich hätte wissen müssen, dass uns Shoshi diesen Streich gespielt hat. Ich habe Winnetou schon mal gesehen, von der Eisenbahn aus. Das ist er also. In voller Lebensgröße. Misty! Fastfood! Kommt her! Ja,
Es wird Zeit, dass ich mich um das Greenhorn kümmere. Wenn wir diesen Granitüberhang dort sprengen, können die Schienen entlang des Flusses verlaufen. Gute Idee, Charlie. Reiten wir rüber und sehen, wie viel Dynamit wir dafür brauchen. Mal sehen, wie gut dieses Greenhorn ist, wenn die Baumstämme runtertattern. Willst du was wirklich tun, Boss? Ja, das will ich. Ja, was will er tun? Kaum zu glauben, dass du erst eine Woche hier bist. Du bist ein fantastischer Lehrer, Sam. Und du bist ein hervorragender Schüler. Nein! Dass du kommst, Charlie, die Baumstämme. Komm schon, Mary. Diesmal musst du wirklich... Das kann nur Santa gewesen sein. So viel steht fest, wenn ich den in die Finger kriege. Keine Sorge, Sam. Um den werde ich mich schon noch kümmern. In der Stadt haben sich heute die Müller-Brüder bitter darüber beklagt, dass Matussi sie überfallen hat. Sie wollen jetzt eine Bürgerwehr gegen die Indianer aufstellen. Du meinst, sie wollen sich an Matussi rächen? Ja. Nein, Indianer sind Indianer. Jedenfalls für die Müller-Brüder. Und sie werden bestimmt nicht eher ruhen, bis sie sich gerecht haben. So ein Unsinn. Das wird die Unruhen nur noch mehr schüren. Du kennst die Müller-Brüder nicht. Die sind störrischer als mein Maultier. Ihr habt mir hoffentlich was übrig gelassen. Ich bin hungrig wie ein Rudel Wölfe. Deine Manieren sind wie immer miserabel, Santa. Apropos schlechte Manieren, was weißt du über die Baumstämme, die Charlie und mich heute fast erschlagen hätten? Oh, was soll ich sagen? Sowas kann passieren. Stimmt, Charlie? Ja, sowas kann passieren. Hey, was redest du für einen Schwachsinn, Charlie? Santa hätte uns beide heute fast umgebracht. Ich bin müde. Wir sehen uns ja morgen. Gute Nacht. Santa? Du bist der letzte Abschaum. Hey, Boss! Wir haben Spitzhacken und Schaufeln gefunden. Ja, Spitzhacken. Oh. Was machst du bloß für einen Mist, du Idiot? Ja, was für ein Mist, Boss. Ihr blöde Jane. Wollt ihr uns das ganze Camp auf den Hals setzen? Hier, nimm das. Es dürfte kein Problem sein, einen Käufer für diese Knarren zu finden. Auf keinen Fall, Boss. Und jetzt raus hier. Oh. Was bist du für ein Volltrottel? Dich. Mach keine Dummheiten, Matussi. Ja? Wir haben euch umzingelt. Wir beschlagnahmen eure Waffen. Und die Sachen, die ihr den Siedlern gestohlen habt. Ihr könnt nicht die Gewehre nehmen. Und ob wir das können. Denn ihr benutzt sie, um die Siedler anzugreifen. Das ist eine Lüge! Matussi ist ein äußerst friedfertiger Häuptling. Du bist ein Lügner und ein Dieb, Matussi. Nicht einmal die anderen Stämme wollen etwas mit dir zu tun haben. Solange ich noch nicht ihr Anführer bin, sind mir die anderen Stämme vollkommen egal. Das ist allein deine Sache. Aber wenn du die Siedler noch einmal angreifen solltest, werden wir dich festnehmen. Du wirst Matussi ganz sicher niemals festnehmen. Nie. Wenn du klug bist, arbeitest du mit dem Stammesrat zusammen und beteiligst dich an den Friedensverhandlungen. Es hat schon genug Blutvergießen gegeben. Wir ziehen ab. Was sollen wir denn ohne Gewehre tun? Ich werde neue Gewehre beschaffen. Mehr Gewehre, als die Kavallerie hat. Dann werden sich alle fürchten vor meinem Namen. Dem Namen Matussi! Okay, Misty, hast gewonnen.
Ich frag mich nur, wo Fastfood steckt. Psst! Da ist jemand, siehst du? Das kann doch nicht so schwer sein. Ziemlich komisch aus. Ein Bleichgesicht beim Fischen zuzusehen ist immer sehr komisch. Dann zeig mir doch, was ich falsch mache. Ich tu dir schon nichts. Ich habe keine Angst vor dir. Okay. Ich möchte lernen, wie die Indianer fischen und jagen. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Charlie. Ich werde Shoshi genannt. Ich weiß, du bist das Mädchen, das gern mit Eicheln wirft. Hey, ich hab einen Fisch! Ja, und sogar einen großen. Darf ich dich in dein Dorf begleiten? Ich glaube, mein Bruder hätte was dagegen. Werde ich dich wiedersehen? Möglicherweise.